Maria Johanna Tschudi wurde 1837 in Nitfurn unter dem Guppen einer mächtig ins hintere Glanertal vorspringenden Bergsäule geboren. In einem geduckten Bauernhaus mit verwitterten Schindeln lebte sie mit ihren drei Schwestern und den Eltern in ärmlichen Verhältnissen. Der Hof gab schon lange nicht mehr genug her, um die Familie zu ernähren. Der Vater arbeitete widerwillig in einer Textilfabrik und im Keller standen zwei Webstühle, an denen die fleißigen Mädchen Maria, Regula, Bernadette, Susanne, aber auch Mutter Rosina, geborene Ambühl von Lady bei Enenda, oft bis tief in die Nacht hinein im Schein einer Kerze schufteten. Die Armut war groß, die Bevölkerung nahm zu, der Platz im Tal wurde stets noch enger, als er eh schon war, und in ihrer Not wanderten viele Glaner aus. Oft verführt von Schleppern, die ihnen das Blaue vom Himmel versprachen, verkauften ihre Höfe und gingen nach Amerika. Dort wurde 1845 mitten im Stammesgebiet der Kickapoo-Indianer bei den großen Seen New Glarus gegründet. Eine kleine Siedlung mit 150 Glarnern, die von einem betrügerischen Agenten nicht wie versprochen in New York, wo man auf sie wartete, sondern in Baltimore, Maryland an Land gesetzt wurden und beinahe verhungert wären bei der mühseligen Suche und auf der langen Wanderung Richtung Westen, bis sie ihre beiden Scouts, Durst und Streif, die ausgeschickt wurden, um Land für die Siedler zu erwerben, endlich fanden. New Glarus, genau dahin wollten auch Maria Johannas Eltern auswandern. 1860 hatten sie ihr Land in Nitfurn an zwei Nachbarn verkauft. Das Haus mit den vier Kühen ging fast umsonst an den Viehhändler, bei dem die Tschudi Schulden hatten. Von dem bisschen Geld, das übrig blieb, bezahlten sie die Überfahrt. Alle im Tal waren froh, dass wieder ein paar hungrige Mäuler gingen. Am Vortag der Abreise versammelten sich die Ausreisewilligen. Es war eine Gruppe von über 200 Personen noch einmal auf den Friedhöfen, um von ihren Vorfahren und Hinterbliebenen Abschied zu nehmen. Kinder und Eltern standen stumm zwischen den Grabsteinen, begleitet vom Pfarrer. Und denen, die ins Gespräch kamen mit jenen, die dort unter der Erde lagen, stand die Frage ins Gesicht geschrieben: Was ist ein Grund, an einem Ort zu bleiben, der keine Zukunft hat? Am meisten Tränen gab es bei dem schlichten Holzkreuz von Felix, dem Bruder von Maria Johanna, der zwei Jahre zuvor vom hohen Tenn auf die Deichsel des Heuwagens gestürzt war und sich dabei das Genick brach. So jung. Er war erst 14, er, der den Hof einmal hätte übernehmen sollen. Maria war bei diesem letzten Gang über den Friedhof etwas klar geworden. Etwas, was sie in den letzten Tagen und Wochen immer deutlicher geahnt hatte, ein Gedanke, der sich unerbittlich aufgedrängt, den sie ebenso oft verworfen hatte, aus Rücksicht auf die Eltern, die Schwestern, aus Pflichtgefühl, Gehorsam. Ein Gedanke, der sich trotz inbrünstiger Gebete nicht abschütteln ließ und ihr jetzt am Grab von Felix zur Gewissheit wurde. Sie wollte von hier nicht fort. Sie wollte nicht auswandern, nicht nach Amerika. Außerdem war sie schon 23 und konnte selber für sich sorgen. In der Nacht, die wenigen Habseligkeiten der Familie waren vor dem Haus schon auf einem Leiterwagen verstaut, schlich sich Maria Johanna aus dem Zimmer, in welchem ihre Schwestern auf dem nackten Boden schliefen. Das Einzige, was sie mitnahm, waren ein paar Batzen, die sie für Notfälle versteckt hatte, die Kleider, die sie in drei Schichten übereinander trug, und eine kleine, schwarze Seitenschürze der Trauertracht ihrer Großmutter aus Berschis, die das glänzende Tüchlein vor vielen Jahren ihr, der ältesten Tochter der Tschudis, vermacht hatte. In einem hastig hingekritzelten Brief bedankte sich Maria bei Eltern und Schwestern, bat um Verzeihung, dass sie nicht mitfahren könne, vermachte ihre Aussteuer, die sowieso erst halbfertig war, weil die teuren Leintücher noch fehlten, an Regula, die älteste ihrer drei Schwestern, und wünschte allen von Herzen Glück und Gottes Segen.
Zielstrebig marschierte Maria Johanna zuerst nach Glarus, dann nach Nevels Richtung Wesen. Ein Jahr zuvor war die Eisenbahnlinie Rapperswil-Chur eröffnet worden und so wanderte sie in einer vom Mond erhellten Nacht auf den Bahngeleisen wie ein Dampfzug zu ihrem eigenen Erstaunen beschwingt und sonderbar unbesorgt Richtung Sargans. Als die Sonne aufstieg und der Walensee am Fuß der aufleuchtenden Churfirsten zu glitzern begann, war sie an Mühlehorn schon vorbei und vor ihr lag Murg mit der alles beherrschenden Spinnerei. Dort fand sie noch gleichen Tags Gehör beim vertrauensvollen Patron, der ihr unter der Bedingung, dass sie niemandem erzähle, dass sie eine Reformierte sei, eine Arbeit anbot für Kost und Logis in einem Anbau, wo die Auswärtigen untergebracht waren. Von nun an nannte sie sich Adelheid Walser, um nicht mit ihrem auffällig reformierten Namen in Verdacht zu geraten. Außerdem konnte sie ja nicht sicher sein, ob man sie wegen ihres Verschwindens nicht suchte. In Murg blieb sie bis zu dem Tag, als ein Brand das Hauptgebäude der Spinnerei völlig zerstörte und man ihre Arbeitskraft bis zum Abschluss des Wiederaufbaus nicht mehr benötigte. Das war im Jahre 1861, als auch das ganze Städtchen Glarus in einer einzigen Föhnsturmnacht niederbrannte, sodass man noch in Zürich und Basel ein Leuchten am Himmel sah.